Ja, ich komme aus dem Hause Wiesner-Haramöbel. Mein Name ist Uwe Heinsch und ich bin verantwortlich für den Vertrieb Münsterland, Ostwestfalen, Bremen, Bielefeld. Mhm. Bremen. Bremen auch, jawohl. So, Bremen geht damit zu. Ja, es geht also auch noch, ne? Kann man gut fahren, die Kilometer. Mhm. Das passt. Die ersten Gespräche liefen so, wo ich auch immer hinterfrage, was das Ziel ist, wohin geht die Reise, was möchte man machen, gibt es Teambüros, Einzelbüros, um einfach auch für mich zu erkennen, wie geht man eine Planung nachher an, um dem Kunden mal was zu zeigen. Dann habe ich die ersten Ideen so aufgenommen, habe das Ganze umgesetzt in Form einer Planungsleistung, die wir erbracht haben für den Kunden Hülsgötter, abgestimmt auf seine Bedürfnisse, auf das, was mir erzählt wurde, habe die Planung vorgestellt, sind die durchgegangen, wurden 2-3 Mal geändert. Dann gab es den Tag der großen Bemusterung, wo man auch mal Möbel sehen wollte, anfassen wollte, fühlen wollte, besitzen wollte. Das lief schon ganz gut. Haben uns dann mal einen Freitagnachmittag, das war auch sehr spannend gewesen, in Holland getroffen, bei meinem Kollegen, die Firma Wiesner-Haarer Möbel Vertriebs GmbH in Holland, um auch wirklich mal Stühle 1:1 nochmal in Form von Stoffen zu sehen, andere Farben, andere Welten auch kennenzulernen. Ja, bis halt hin zur Auftragsvergabe. Dann kam der große Tag, 31. Januar, als der LKW vorfahren durfte und wir also hier das Ganze aufbauen durften. Und sind auch selbst ein wenig stolz, dass es so schön geworden ist. Es ist immer eine große Herausforderung, vorhandenes Mobiliar mit zu integrieren. Es ist ja nicht nur Design, es ist ja Funktion, die in diesen Räumlichkeiten also entsteht. Ein Büro ist ja wie ein Werkzeug. Ja, in allen Büros finden verschiedene Tätigkeiten also statt. Die abzustimmen mit den Anforderungen ist nicht immer ganz einfach. Und hier wurde mir ganz klipp und klar auch gesagt, was da ist, was vorhanden ist, was integriert werden muss. Und wir mussten die Hülle halt, so dann ist man einfach halt, ja, wie ein Gebäude auch gebaut wird, einfach schaffen, um unser neues Produkt dort zu integrieren. Auch in der Ästhetik, Design, Farbe, Farbgestaltung. Für mich persönlich ist es die, dass wir als Hersteller von Sitzmöbeln und Tischen dieses Kundenklientel bis dato eigentlich weniger bedienen. Wir sind so diejenigen, die im öffentlichen Bereich sehr stark sind, im Mittelstand sehr stark sind, als Einrichter für Räume, für Regenerationsräume, Kommunikationsräume, Office-Bereiche ist das Thema Juristen hochgradig spannend, weil, wie man auch hier sehen kann, anhand dessen des Ergebnisses, ja, dass wir durchaus in der Lage sind, mit den Produkten, die wir vertreiben, herstellen, auch dieses Kundenklientel bedienen zu können. Bis dato gab es für mich persönlich, also auch in meinem Umfeld, meiner Tätigkeit, sehr wenig Berührungspunkte mit diesem Kundenklientel.